Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal, auch selbstverständlich, Eglerdüm zu einem neuen Part. Hello Kitty, happy, 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 Family. Mit dem genervten, 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 genervten Zwergen. Ja, und ja, einem vierten Part von diesem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir starten endlich mal heute in dieses Kapitel der... Ja, yay. So, hier haben wir die Mama in einem pinken Raum. Natürlich ist es pink, hier ist alles pink, das ist Hello Kitty, das ist selbstverständlich pink. Und was sehen wir da für Gegenstände? Ein Mülleimer, ein Wischmopp, Wäsche, die gewaschen werden muss und natürlich Gegenstände, die rumliegen und aufgesammelt werden müssen. Und eine dreckige Scheibe, die wir abwaschen können. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. Muss, glaube ich, auch nichts mehr dazu sagen. Wir fangen mal damit an. Ja, was muss man als Mutter wohl machen? Ja, das ist natürlich. Wischt man die Boden. Manchmal bin ich auch irgendwie sprachlos, was hier Kleinkindern als Kinderspiel angeboten wird. Das ist also manchmal weiß ich auch nicht, was ich sagen soll hier. Lass uns den Boden wischen. Und das ist natürlich ein Job für die Mutter. Ja. Ich habe das Spiel nicht. Ich habe das Spiel nicht entwickelt. Wir werden uns im sechsten Part mal die Credits angucken. Da stehen ein paar Leute drin, die das hier zu verantworten haben. Also eure Beschwerdebriefe bitte und entsprechende Anschriften von entsprechenden Persönlichkeiten dort absenden. Natürlich müssen wir den 3DS-Bildschirm erstmal wieder neigen. Was denn auch sonst? Ach du Scheiße. Das erinnert mich an irgendwas. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Spiel von Pooh. Ah, wir dürfen die Fußbälle und die Spielsachen und die Möbelstücke nicht berühren. Alles klar. Gab es denn eigentlich auch so eine Sache an Pooh? Ja, an Pooh gab es so ziemlich alles, was man als Minispiel machen durfte. So, hier mal ordentlich wischen. Yep. So. Ja, diese englische piepsige Stimme hier im Hintergrund. Die kann auch mal endlich mal aufhören. Das nervt mich schon seit Folgen hier. Das darf mal endlich aufhören. Ja, gut aus. Oh, ich freue mich schon so darauf, wenn das Spiel endlich mal vorbei ist. Wenn ich das alles überstanden habe hier, das Ganze überlebt habe. Und endlich nicht mehr diese nervige Creature-Stimme hier ertragen muss. Das ist so ein Vergnügen, wenn ich das nicht mehr machen muss. Das ist. Und da feiere ich hier durch 3 Tage durch ein Fest hier. Das ist einfach das ein Fest. Das wird so ein Fest, wenn ich das hier endlich geschafft habe. Oder. Ach so, jetzt habe ich es geschafft. Ja, nicht schlecht. Haben wir ganz gut gemacht. Ja, hier mal wieder ein Remind-Sticker. Und ein wundervolles neues Kleidungsstück.
Und ein Foto, was wahrscheinlich der Vati gemacht hat, während wir hier geputzt haben. Dieses Spiel, diese Farben, diese Stimme, dieses Feeling insgesamt. Ah, alles an diesem Spiel. Augenkrebs, Ohrenkrebs. Ah, wo man nicht noch alles Krebs haben kann. Lass uns schrubben. Ja. Lass uns mal ein bisschen schrubben. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Na dann. Wenn das nicht zweideutig ist, dann weiß ich auch nicht. Diesen kleiner Kugelschreiber, was ist klein? Das ist ziemlich gewaltig, der Kugelschreiber. Ach du Schande. Ich brauche mal einen neuen DS-Stift. Ja. Ah, weiter geht's hier. Die Tür. Natürlich müssen die Kinder die ganze Hausarbeit hier alleine machen. Nichts dagegen, dass sie ein bisschen was übernehmen, aber was machen wir denn hier das ganze Spiel über? Dem Opa helfen, der Oma helfen, dem Vater helfen, der Mutter helfen. Wir machen nichts anderes als die Hausarbeit. Aber solange wir es perfekt machen, ist ja alles super, ja. Hier ist alles super. Hier ist alles gut, dann geht es nicht allein. Aus welchem Film stand das? Und jetzt kannst du mir in die Kommentare schreiben. Ein Remind-Sticker und ein Remind-Picture. Diese monotone Scheiße auch hier in jedem Part. Das ist, ich kann es dir bald aufsagen. Ich kann es bald auswendig hier. Was ist immer dieselbe Kacke, die hier vor sich geht. Immer die. Du kriegst Remind-Sticker, Remind-Bild, Remind, was weiß ich auch. Ich Remind, ich will mich nicht an diese Scheiße erinnern, wenn es vorbei ist. Ich will das irgendwo in meinem dunklen Stübchen dort oben in meiner hintersten Hirnhälfte verstecken und dann nie wieder hervorholen. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Ernsthaft, jetzt ohne Spaß. Das ist. Irgendwie, das kostet doch irgendwie, das hat doch irgendwie ein Budget gehabt. Das muss doch von irgendwas bezahlt worden sein. Irgendjemand, so ein Spiel zu entwickeln hat, kostet doch irgendwie Geld. Irgendjemand hat dort gedacht, sich dort irgendwie Geld reinfinanzieren zu müssen. Irgendjemand hat da Geld hineingepumpt. Irgendjemand hat in die Entwicklung dieses Spiels Geld gesteckt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe mir schon mal vor dieser Aufnahme mal kurz die Credits angeguckt. Das ist jede Person, die da in den Credits steht, wurde bezahlt. Versteht ihr, was ich meine? Es war sauteuer, dieses Spiel zu produzieren. Ihr könnt doch mal irgendwas Sinnvolles mit dem Geld machen. Spendet es doch mal an arme Leute in Afrika, in Krisengebieten, in Syrien, in was weiß ich, ich guck die Nachrichten auch nur noch unaufmerksam. Was ist das? Was machen wir hier? Wir schweifen vom Thema ab. Benutzt den Touchpad, um alles auf seinen richtigen Platz zu räumen. Was, jetzt soll ich das Zimmer aufräumen oder was? Ja, bring den Kindern bei, ihr Zimmer aufzuräumen. Okay, dann muss man mal sagen. Muss man mal sagen, das Erste, was man in diesem Spiel wirklich anerkennend sagen muss, so der Teddy kommt in den Müll. Schade, kommt er nicht. Ach so, so soll's. Ah, aufräumen. Ja, ich kann's tun, ich weiß. Ja, die Kleidung kommt in den Müll. Yay. Habe ich es jetzt geschafft, oder was? Und
Und ich werde es euch auch weiterhin immer mit reinschneiden. Diese ständigen Wiederholungen von Glückwunsch, du hast dein Perfekt erhalten. Du kriegst nur meinen Sticker, du kriegst nur mein Bild oder nur mein Picture. Das ist, ja, ist, wenn ich das schon ertragen muss, dann ihr bitte auch. Ja, hervorragend aufgeräumt. Wimmelbild. Jetzt müssen wir die Sachen auf dem oberen Bildschirm finden. Wähle die zusammenpassende Kleidung und berühre sie auf dem Touchscreen. Touchscreen. Ah, okay. Da muss man dann das hier suchen. Das ist dann natürlich dort. Hier eine blaue Hose. Jetzt will ich schon eine Unterwäsche oder was. Finde ich toll. Womit ich so meine Freizeit verbringe. Ja. Es ist tiefste Nacht. Ich nehme das hier. Wie spät ist es? Kurz vor Mitternacht nehme ich das hier auf. Es ist. Anstatt einfach schlafen zu gehen. Es ist. Naja. Schlaf wird überbewertet. Och nö. Ja, nach diesem Bild von diesen wunderschönen Klamotten, die sie neu dazu bekommen haben. Ja. Schlafen kann ich damit jetzt sowieso nicht mehr. Mit diesem Bild im Kopf. Kopfkino. Dann werfen wir nochmal den Müll weg. Also nehmen dieses Spiel aus dem DS raus und werfen es so weit weg, wie wir nur können. Direkt aus dem Fenster raus. Und ich zeige gerade mit der Hand zur Tür. Das Fenster ist zur Info mal auf der anderen Seite, aber was soll's. Ihr seht mich sowieso nicht, deshalb kann ich ja auch mit der Hand auf die Tür zeigen und das Fenster meinen. Ist ja auch völlig scheißegal hier. Alles, was ich hier gerade im Moment mache, ist scheißegal. Ich spiele gerade Hello Kitty. Es ist scheißegal. Lasst uns Mama helfen, den Müll wegzuwerfen. Da sind wir an einem Punkt angekommen im Spiel, wo das Spiel sich einfach irgendwie perfekt selbst darstellt. Aha, und was machen wir jetzt hier? Stift kribbeln und... So ein Ding. Ah, ein Puzzle. Wie schön. Oh, wie was? Wir müssen jetzt den Weg frei machen, dass es. Dass das Ding hindurch kann oder was? Oder was müssen wir jetzt drei in einer Reihe schaffen oder was? Wie stellt sich das Spiel das vor? Passiert jetzt irgendwas? Und nu? Nicht, wenn ich das Spiel nicht verstehe. Was muss ich tun, damit nur den Müll aus einem Bewegungsdecke, welche Teile du bewegen möchtest? Bewege nur die Teile mit dem Müllabzeichen drauf, außerhalb des Müllrahmens. Was? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was ist die Aufgabe? Was ist? Was denn? Soll ich den Apfel wegwerfen oder was? Soll ich das wegwerfen oder was? Wie, was, warum, wie, was, warum, was, wie, das passt doch niemals, das große Viereck passt doch niemals dadurch. Was mache ich hier, was soll ich tun, was willst du von mir, Spiel?
So, haben wir hier das Ding. Was zum... Ach komm Leute, ich geb's auf. Es ist zu spät hier für diesen Kack. Lass es diese 20 Sekunden hier noch ablaufen. Schreibt's mir mal in die Kommentare, wenn ihr es irgendwie durchschaut habt. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, was hier Sache ist, was ich machen sollte. Wenn nicht, ist das gleich das letzte Spiel gewesen. Und ja, ich bedanke mich für diese wundervolle Sache. Ja, nächstes Mal bin ich besser. Ja, bin ich halt schlecht. Und macht mich ja jetzt sehr traurig. Und ich krieg trotzdem einen Belohnungssticker. Auch eine Belohnung fürs Schlechtsein. Ah, gibt's das auch. Und ein Picture auch noch. Ah, also man muss ja nicht gewinnen hier. Man muss gar nicht super sein, um hier irgendwas zu machen. Und irgendwas abzuschließen. Na dann... Dann würde ich sagen, haben wir das ja hier erfolgreich abgeschlossen. Ja, dann sage ich ja, wie immer, Däumchen nach unten, sollte euch das Spiel genauso am Arsch vorbeigehen wie mir. Wenn ihr das auch nicht erwarten könnt, dass das Spiel ja endlich mal vorbei ist, wenn ihr auch endlich den sechsten Part von diesem Spiel herbeiseht, den letzten Part, Däumchen nach unten. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und warum auch immer ihr ein Abo da lassen solltet nach diesem Video. Keine Ahnung, macht's. Ist kostenlos. Abonniert einfach den Kanal und ja. Habt noch einen besseren Tag, einen angenehmeren Tag und ja, haut drinne und gehabt euch wohl. Ciao, ciao und jetzt verwerbst du mich. Adios.